und herzlich willkommen zu Schön Blöd. Autofahren ist ein Ausdruck von Freiheit. Ja, frei ist nur, wer ordentlich Kohle auf dem Konto hat. Denn Führerscheine sind ja so absurd teuer geworden. Wer einen Führerschein haben will, braucht so etwa den Gegenwert eines Gebrauchtwagens, um das bezahlen zu können. Den man sich dann allerdings nach dem Führerschein nicht mehr leisten kann. Ich denke, so nach dem Studium oder vielleicht auch während des Studiums werde ich dann mal anfangen. Vielleicht haben sich die Preise dann auch wieder reguliert. Ja klar, nach oben. Sprich, man verzichtet ein paar Jahre auf Urlaub und investiert das Geld in die Fahrschule. Wer braucht schon weiße Sandstrände, wenn man auch stundenlang auf einer verlassenen Landstraße mit einem Fahrlehrer verbringen kann und leider auch muss, wie es aussieht. Denn ein Problem, die jungen Fahrschülerinnen und Fahrschüler haben aus Sicht der Fahrlehrer echt viel zu wenig Plan. Es führt dazu, dass wir die einfachsten, die kleinsten Regeln, die man an sich voraussetzen sollte, schon vom Fahrrad fahren, hier in der Fahrschule unseren Fahrschülern tatsächlich neu beibringen müssen. Genau, und Radfahren will ja auch gekonnt sein. Nun ja, die Kosten für den Führerschein steigen also etwa so unaufhaltsam wie die Meeresspiegel. Eine Entwicklung, die selbst den härtesten Verkehrsteilnehmer zum Aufgeben bringt. Das finden wir blöd. Na egal, ist eh gesünder zu Fuß zu gehen, vor allem wenn noch die ein oder andere Feier im Kalender steht. Und für viele hessische Abiturientinnen und Abiturienten könnte das ja jetzt auf dem Plan stehen. Heute Abend ist Abi-Party und dann geht's weiter in die mündlichen Prüfungen. Ja, wenn man die dann hinkriegt, aber schließlich ist es erstmal geschafft, die letzte schriftliche Abi-Prüfung, etwas, an das man sich sein ganzes Leben lang erinnert. Gott, worum ging's nochmal? Verdammt, ich hab's voll vergessen. Ich glaube um Aminosäuren, genau. Ja, Ammonia-Dingens. Chemische Verbindungen mit einer Stickstoff enthaltenden Aminogruppe und einer Kohlenstoff- und Sauerstoff enthaltenden Carbonsäuregruppe ist doch ganz einfach. Aminosäuren kommen übrigens in allen bekannten Lebewesen vor, auch in Abiturienten. Und das finden wir schön. Ich brauch kein Abitur. Nee, denn er hat ja einen Opel. Der renommierte Autobauer hat Geburtstag gefeiert. Und es geht den Rüsselsheimern endlich wirtschaftlich wieder besser. Nach Auf und Abs, wie manche Achterbahn vor Neid verrosten lässt. Aber warum verkaufen sich Opel wieder so gut? Innovationen, meine Damen und Herren. Liegt das an seiner modernen Linie? Dem komfortablen Innenraum mit den bequemen Sitzen? Oder etwa super Crashtest-Ergebnissen? Ja. Und natürlich noch mehr Komfort durch neuartige Wege in der Innenraumgestaltung. Halbe Sitze, großartig, gut fürs Kreuz. Wenn man drum bittet, dann geht aber bestimmt auch ein ganzer Sitz. Nein? Gut, dann nicht. Nee, im Ernst. Nach 125 Jahren Automobilentwicklung hat Opel beschlossen, die Weichen neu zu stellen. Weg vom Verbrenner hin zu E-Mobilität. Ja, vor allem weg vom Geldverbrenner. Und damit ist Opel fit für die Zukunft. Ja, denn merke, wer mehr einnimmt, als er ausgibt, geht nicht pleite. Und das ist doch schön. Und das war sie, die Vase.